Grüße euch zum Männerwochenorakel vom 1. bis zum 7. Juni. Und ja, ich habe mal wieder das germanische Götterorakel ausgewählt, sowie der Zauber der Meerjungfrauen und Delfine. Und da haben wir hier bei der ersten Legung haben wir den Sodalith. Bei der zweiten Legung das Tigerauge. Und bei der dritten Legung den Amethysten. Okay. Wenn ihr jetzt schon noch nicht so genau wisst, welchen Stein ihr euch auswählen möchtet, dann drückt doch bitte ganz kurz auf Pause. Denn ich würde sagen, ich beginne. Ne? Schauen wir mal. Fürs Allgemeine ist jetzt beim Sodalith zusätzlich noch eine Karte herausgefallen. Schauen wir mal, was haben wir denn hier? Oh, Wotans wilde Jagd. Die Wut. Wuch. Wieder so blutunterlaufene Augen. Ne? Blitz und Donner und ja, was man so von ihm kennt. Huch. Da bin ich. Ja, im Mythos. Mit seiner wilden Jagd zieht Odin als wütender Sturmgott, der von dunklen Jahreszeit über die Lande und reißt alles Alte und nicht wirklich Verwurzelte mit sich, um Platz für Neues zu schaffen. Na, dann schauen wir mal. Allgemein, wenn uns zum jetzigen Zeitpunkt Aggressionen im Außen begegnen und unsere Ängste schüren, sollten wir endlich aus unserer passiven Opferhaltung erwachen und die Dinge im Rahmen des uns Möglichen selbst in die Hand zu nehmen. Versuchen. Unter Umständen werden wir selbst am meisten davon überrascht sein, was sich hierdurch für Veränderungen einstellen. Wut, die sich in unserem Inneren ansammelt, kann viele Ursachen haben. Doch sollten wir nie vergessen, dass verdrängte Aggressionen sich immer gegen uns selbst und unsere Gesundheit richten. Wer seine Dynamik und Entschlossenheit lebt und sich frei macht von der ständigen Angst, als verletzend und aggressiv verurteilt zu werden, zeigt Mut und verschafft sich den Respekt seiner Mitmenschen. Allerdings gilt es auch, hier ein gesundes Maß zu entwickeln und die eigene Wut nicht als Mittel zum Selbstzweck zu erheben. Vor allem dann, wenn wir unsere vielleicht fehlende Lebensenergie aus der Furcht oder dem Unmut der anderen ziehen. Schauen wir mal, was noch so im Allgemeinen tendiert. Hey, das goldene Zeitalter, Ganzwerdung. Ja, also hier muss jetzt erstmal was Altes bereinigt werden. Und da kommt was ganz Neues. Hey, cool. Das ist doch super. Dann bist du doch ein Glückskind. Die Karte verheißt den Beginn einer glücklichen Zeit und steht für die harmonische Verbindung von Körper, Geist und Seele. Gleichzeitig kann sie für ein erwachendes Bewusstsein stehen, das nun einen, vielleicht sogar den entscheidenden Schritt auf dem Weg zur seelischen Reife machen darf. Dazu mag ebenso das Entdecken der eigenen unverwechselbaren Identität gehören, wie die Gewissheit, jeden Platz im Leben gefunden zu haben, wo wir uns geografisch wie seelisch emotional geborgen und zu Hause fühlen. Dinge, die zuvor unerreichbar schienen, finden zueinander und können auf einer
höheren Ebene Neues entstehen lassen. So, das hört sich doch mal klasse an. So, jetzt schauen wir mal, ne, was das Berufliche uns dazu sagen möchte. Und Rimini. Rimini? Ja, also auf jeden Fall Überfluss. Das ist doch gut. Na, vielleicht ist es manchmal auch dann zu viel. Im beruflichen Bereich haben wir eine glückliche Hand und großes Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten. Ein gutes Gespür für Geldangelegenheiten kann gehegte Wünsche jetzt in Erfüllung gehen lassen. Wir dürfen aus dem Vollen schöpfen. Bei allem diesem uns widerfahrenden Segen ist jedoch von unnötiger Verschwendungssucht abzuraten. Stolze Bescheidenheit, Dankbarkeit und Zufriedenheit über das, was genossen werden darf, sollte man sich nicht durch Prahlerei und protziges Verschwenden verscherzen. Okay. Kommen wir zur Liebeskarte. Wow, die Walküren. Die Schicksalsengel. Vielleicht begegnet ihr auch eine. Essessin? Ja, also die Walküren sind ja Essin. Die gefallenen Krieger vom Feld wegtragen nach Valhalla. Beziehungen. Im partnerschaftlichen Bereich zeigen die Walküren eine Zeit, in der Fairness und Ausgewogenheit durch gegenseitiges sich einander öffnen ganz vorne stehen können. Auch kann es sein, dass wir hier unserem Wunsch bzw. Seelenpartner begegnen. Doch ist dabei Vorsicht vor überhöhten Projektionen und Erwartungen geboten. Da alles Himmlische entflieht, sobald das Irdische es zu vereinnahmen sucht. Möglicherweise werden wir aber auch mit Situationen und Menschen konfrontiert, die uns im Leben selbst blockieren, da bisher keine wesentliche Aussöhnung mit dem gegengeschlechtlichen Prinzip in uns selbst erfolgt ist. Okay. Ja, aber ich denke, da ist ja auch hier noch die Wut, ja, über etwas Altes. Und hier die Ganzwerdung. Also ich denke, da wird der Ansatz gefunden, zu heilen. Ja. Das ist doch der Weltenbaum und ja, etwas Altes muss da erstmal sterben, um neu anfangen zu können. Dann schauen wir mal die Meerjungfrau und Delfin, eure Alchemie. Du hast gerade den goldenen Finger. Jedes Projekt, das du beginnst, wird zu Gold. Ups. Geht der Fernseher an? Sorry. DFB-Pokalfinale. Ja, wer will das nicht sehen? Habt ihr ganz recht. Ich bin eine davon. Du hast gerade eine starke Zeit. Die Energie des Erfolgs umgibt dich und deine Unternehmungen, deine Gedanken manifestieren sich unmittelbar. Also wähle sie sorgsam. Du kannst genauso gut Meisterwerke wie Probleme manifestieren. Doch das Gute daran ist, dass du jede Manifestation, die dir nicht gefällt, genauso schnell wieder auflösen kannst. Ein Alchemist kann unedle Metalle in Gold und Silber verwandeln.
Du hast die Fähigkeit, gewöhnliche Projekte in für alle Beteiligten sinnvolle, segensreiche und erfolgreiche Angelegenheiten zu verwandeln. Deine alchemistischen Fähigkeiten verstärken sich in dem Maße, wie du für deine gottgegebene Manifestationskraft dankbar bist und dich an den herrlichen Schöpfungen, die daraus hervorgehen, freust. Wiederhole immer wieder: Danke, dass ihr mir helft, meine Gedanken ganz auf Freude und das Verlangen, mit der göttlichen Liebe verbunden zu sein, auszurichten. Ich bin so dankbar, dass für alle meine Bedürfnisse so unmittelbar und aufmerksam gesorgt wird. Wow, toll. Sollen wir noch einen Engel ziehen? Ja, ich nehme mal neben Lemnemon-Karte. Okay? Wow! Der Baum. Also das bedeutet schon, dass du fest verwurzelt bist, du bist gesund. Ja. Also hier steht jetzt zum Beispiel das Leben, Lebensumfeld, Lebensaufgabe, Verwurzelung, Gesundheit, hohes Alter, Bäume, Wald, Landleben, Unbeweglichkeit, Liebe. Also Liebe fürs Leben, Treue, stabile, auch langweilige Beziehung, Beruf, Gesundheitswesen. Förster, Försterin, Berufe fürs Leben. Familie, Familienstammbaum. Körper, Gesundheit an sich, Atemluft. Finanzen, Geld schlägt Wurzeln, langjährige Anlagen. Die Eigenschaften? Gesund, natürlich, biologisch, grün, naturverbunden, langweilig, dauerhaft, ruhig, hölzern. Zeitfaktor ein Jahr oder auch lebenslang. Wichtig, diese Karte ist Signifikator für die Gesundheit. Die Karte, welche darum liegen, geben nähere Auskunft über Gesundheit. Ja, passt ja ganz gut zum Alchemisten, ja, mit positiven Gedanken und dass du hier auch etwas loslässt. Toll. Ja, also man ist auch so fest verwurzelt, dort, wo man gerade lebt, vielleicht auch durch ein eigenes Haus. Ja, ich finde die Häschen und die Vögel hier jetzt ganz süß. Ja, man kennt sich untereinander. Du fühlst dich dort wohl, wo du bist. Ne? Das ist doch schön. So, kommen wir auf jeden Fall mal zur zweiten Legung. Drehen wir mal um. Gulwei, die Entzweiung. Ist doch schon sehr festlich hier. Wir haben auch wieder zwei Karten fürs Allgemeine. Wenn diese Karte auftaucht, geht es zumeist um die Unvereinbarkeit von gegensätzlichen Energien und Meinungen, sodass ein Konflikt unvermeidlich scheint. Das Geschehen ist geprägt von Spannungen, Unzufriedenheit und Misstrauen. Schon ein kleiner, nichtiger Grund kann zum Auslöser eines vielleicht schon lange im Verborgenen nistenden Schwefelbrands werden, den das letzte kleine Lüftchen nur nun zum Ausbruch bringt. Eine Auseinandersetzung steht kurz bevor oder ist vielleicht schon erfolgt.
Solange es in sich reinfressen, bildet den Nährboden und macht uns für jegliche Kleinigkeiten empfindsam, die uns in ausgeglichenen Zustand vielleicht nur ein müdes Lächeln abbringen würden. Schauen wir mal. Ninjas Brunnen, die Weisheit. Aha, oh, passt da ganz toll zum blauen Tigerauge. Mimias Brunnen steht vor allem für erfahrene Weisheit, gelebtes Wissen, Intuition und innere Schaukraft. Wir ahnen bereits die Zusammenhänge einer Angelegenheit, selbst wenn wir sie bewusst noch nicht verstehen oder einordnen können. Im Außen auftretende Symbole und Zeichen können wichtige Hinweise für vergangene Dinge liefern, die direkt mit uns zu tun haben. Wissen, das wir jetzt wieder anwenden können. Auch Träume liefern zuweilen wertvolle Hinweise oder Einsichten, da sie die Schnittstelle zu unserem Unterbewusstsein bilden, welches künftige Ereignisse bereits lange vor unserem Wachbewusstsein wahrnimmt. Kommen wir zum Beruflichen. Also hast du schon so gewisse Vorahnung, was auf dich zukommt. Wow! Ektrenier, der Wandel. Ja, ist ein Wandel. Du entscheidest dich vielleicht für einen anderen Arbeitsplatz. Hier ist eine Veränderung in Gange. Im beruflichen Bereich erschließt sich uns neue Perspektiven, jetzt wie von selbst. Spontanität und Flexibilität sind allerdings erforderliche Eigenschaften, wenn es darum geht, neue Wege zu beschreiten und zuvor veraltete Strukturen loszulassen. Festgefahrene Situationen lassen sich oft schon dadurch verwandeln, dass wir lediglich unser Denken und unsere Einstellung dazu verändern. Dabei sollte gemächlich und in kleinen Schritten vorgegangen werden. Behutsames Vorgehen und die Bereitschaft, sich in die neue Situation eines anderen hineinzuversetzen, wirken oft mehr, als sich zwanghaft unter Druck zu setzen. Skirnir. Die Freundschaft in der Liebe, guck mal, das ist doch toll. So, gut, wenn es jetzt eine Frau wäre, würde ich sagen, sie begegnet ein blonder Mann. Vielleicht ist es auch eine blonde Frau. Naja. In unseren Beziehungen steht Skirnir für die seelische Bereitschaft, heranreifende oder bereits gewachsene Gefühle gegen äußere wie innere Bedrohungen bzw. in Form von Verlockungen oder auftretenden Widerstände zu verteidigen. Geben und Nehmen stehen im Gleichgewicht und dürfen uns auf einen guten Ausgang hoffen lassen, wenn wir es ehrlich meinen. Ebenso kann die Karte als Hinweis verstanden werden, eine Freundschaft zu pflegen, die wir vielleicht für längere Zeit vernachlässigt haben. Auch ein Aufruf, kleine Geschenke, Briefe oder Besuche erhalten die Freundschaft und können ein schöner Anlass sein, um diese aufzufrischen oder weiter zu vertiefen. Super. Das hört sich super an, oder? Na, gucken wir mal, was die nächste Karte, die sagen möchte.
Ja, auf die Plätze, fertig und los. Spring ins Wasser, schwimm mit den Walen. Dies ist der perfekte Augenblick, um dich vollkommen deinen Herzenswünschen zu widmen. Wow. Also sag deine Wünsche und sie werden dir auch erfüllt. Ja? Du fühlst dich vielleicht noch nicht ganz bereit, doch diese Karte weist darauf hin, dass es keinen besseren Zeitpunkt gibt, als jetzt in deine Zukunft einzutauchen. Dir wird geraten, sowohl große als auch kleine Schritte in Richtung auf die Verwirklichung deiner Träume zu unternehmen. Lass alles beiseite, was nicht mit deiner Lebensaufgabe zu tun hat. Richte deinen Zeitplan so ein, dass der größte Teil deiner Zeit deinen Zielen und Prioritäten gilt. Delegiere Aufgaben an andere Leute oder stelle jemanden ein, um dir zu helfen. Du wirst deine Verantwortlichkeiten trotzdem erfüllen. Wenn du nicht jetzt aufmachst und deinem Herz folgst, wirst du glücklicher sein, selbstbewusster und langfristig anziehender für größere Fülle. Wow, na, da kann man eigentlich gar keine bessere Karte dazu ziehen, würde ich sagen, oder? Toll. Ich ziehe dir trotzdem eine und schauen wir mal, was da so drauf steht. Haben wir denn? Wow, das Haus. Toll. Bist du fest verwurzelt, Glück im Haus und dann kommst du vielleicht nach Hause und ja, zu Hause, Wohnung, Wohnort, Nachbarschaft, Häuser, Gärten, Tradition, Heimat, Stabilität, Geborgenheit, Sicherheit. Personen, älterer, glücklicher Mann. Der Liebe, stabil, auch langweilige Beziehung, Treue. Beruf, Hausmann, Hausfrau, Gärtnerin, von daheim aus arbeiten, Immobilienmaklerin. Familie, Familienwohnsitz, Elternhaus, Herkunftsfamilie. Körper, der ganze Körper, das Allgemeinbefinden. Finanzen, stabile Verhältnisse, langjährige Anlagen. Eigenschaften, stabil, treu, häuslich, privat, gemütlich, sesshaft, traditionell, langweilig, Zeitfaktor eine lange Zeit. Ja, vielleicht ist es auch so dein Wunsch, ja, nach Hause zu kommen, alles ist stabil, also hier ist eine sehr gute Chance, das auch zu erreichen, ja? Die Frau, die zu Hause auf dich wartet und sich freut, wenn du nach Hause kommst, ja? Schön. Schauen wir mal weiter. Kommen wir zur dritten Legung. Ich lege die Steine noch darauf, dass sie noch das Ganze verstärken. Kullern. Das muss ich. Okay, dritte Legung. Wow, Reichtum, ja. Hey. Alles so ein bisschen mit dem Wasser zu tun, habe ich den Eindruck. Und ja, das scheint das Glückskind der Woche zu sein. Bei dieser Karte bläst uns Njord günstigen Wind in die Segel, sodass wir uns weiter entfalten dürfen und den nötigen Schub an Energie für unsere Vorhaben erhalten.
günstiger Zeitpunkt, um zu verreisen, um den Horizont zu erweitern, wobei interessante Erfahrungen auf uns warten. Ebenso fördert Njörd uns durch seine Gelassenheit auf, einmal innezuhalten und die Schönheit, die Vielfalt der uns umgebenden Welt wieder einmal bewusster wahrzunehmen. Und der erinnert uns daran, dass die besten Dinge im Leben nicht mit Geld zu kaufen sind. Wow. Aha. Sehr interessant. Bin ich mal gespannt, was da jetzt noch rauskommt. Im Beruf sind zwei Karten herausgefallen. Nehmen wir die erste, ne, Heimdall, die Wachsamkeit. Nun, der passt hier auf, dass hier keiner den Regenbogen zu den Göttern überschreitet. Und ja. Heimdall verkörpert eine Form unseres Unbewusstseins oder höheren Selbst, dessen starke Entscheidungskraft und Vertrauen vermittelt und uns auf unseren momentanen Weg bestärkt. Er hält uns dazu an, wachsam zu sein, da die Kräfte des Unbewussten und verhindernden Widerstände, Klammer, Selbstboykott durch Zweifel, ständig auf ihre Chancen lauern. Genaues objektives Prüfen, nicht zwanghaftes Kontrollieren der Situation oder künftigen Angelegenheiten wird empfohlen. Schauen wir mal dir. Zweite Beruf, oh. Tialfi und Rösquar, die Neugier. Umdenken und das Einstellen auf neue oder alternative Vorgehensweisen helfen, bestehende Probleme zu überwinden. Falls etwas nicht gelingen will, da es zu komplex erscheint, mag es hilfreich sein, nach Möglichkeiten Ausschau zu halten, diese Aufgaben spielerisch zu lösen. Oft sind ganz einfache Lösungen die besten. Umstellung, Veränderung oder notwendig gewordene Fortbildung sollten nicht als lästige Zusatzarbeit, sondern als willkommene Chance gesehen werden, unser Wissen und unsere Fähigkeiten zu erweitern, um unser Potenzial zu steigern. Hey, ja, so also denk mal über eine Weiterbildung nach, warum nicht? Hm? Okay, Beziehung und Liebesdingen, was ist hier? Wow, Balder, die Sanftmut. Ja, also hier scheinen nur blonde Menschen irgendwie im Spiel zu sein. Auch ein bisschen dunkelblond oder, naja, eher blond. Der Frühling hatte hier, sind gleich zwei Personen abgebildet, eine Frau und ein Mann. Das Mythos Balder, auch Baldur genannt, ist ein Sohn Odins und der Frigg. Sein strahlendes Erscheinungsbild ist der Inbegriff alles Guten. Durch eine Intrige Lokis findet er den Tod, wodurch die Ragnarök eingeleitet werden. Beziehung. Hier verweist Balder auf seelische Wärme, gegenseitiges Vertrauen, Respekt und ehrliche Offenheit. So wie Balders Pferd, die gezähmte, sublimierte und verwandelte Triebebene es vermag, frische Quelle, Gefühle hervorsprudeln zu lassen,
fließend tiefe Zuneigung, echte Anteilnahme und selbstlose Liebe, die uns einander näher zu bringen. Dem anderen zuzuhören und sich berühren lassen von seinen Nöten, Bedürfnissen und Sorgen, machen uns zum Diener einer höheren Kraft, deren Quell reiner Liebe entspringt. Sanftmut und Zärtlichkeit lautet die Botschaft. Hey, cool, wünsch dir was. Na, hier erscheint nochmal das Einhorn. So richtig Frühlingsfrische, das Glückskind der Woche. Ja? Hier. Dies ist ein magischer Augenblick. Wünsch dir was und genieße, wie es verwirklicht. Wow, schon wieder, ne? Und die See einmal fließen zur Abendstund oder auch im Sommer. Also wenn es jetzt hier vom Kopf her, dann sieht es eher aus, wie wenn es über Tag ist. Und hier, wenn die Sonne untergeht. Ich finde das richtig schön. Ne? Also auch das Weiße, da ist es, hier fehlt das Horn. Seht ihr das? Ha? Toll. Sprich jetzt ein affirmatives Gebet. Das bedeutet, dass du so tust, als hätte sich dein Wunsch schon erfüllt. Danke dem Himmel für seine Verwirklichung und spüre in deinem Herzen und Bauch, dass dein Traum Wirklichkeit ist. Und sage zum Beispiel, danke für, ich bin sehr dankbar dafür, dass ich immer unterstützt werde. Das ist ein magischer Augenblick. Gehe zumindest einen Moment lang in einen ruhigen Zustand. Schließe die Augen und stelle dir vor, dein Wunsch hätte sich verwirklicht. Spüre es mit deinem ganzen Sein und dann danke für dieses Geschenk und lasse es los. Damit es wie ein Heißluftballon in den Himmel aufsteigen kann. Wenn du etwas tun musst, um deinen Wunsch zu erfüllen, wirst du in Form von Gedanken, Ideen, inneren Worten, Zeichen, Visionen oder Träumen klarer und deutliche Aufforderungen erhalten. Es ist wichtig, dass du dem folgst, um das, was du dir wünschst, in der physischen Welt zu manifestieren. Wow. Was wünschst du dir? Schade, dass ein Video keine Antwort geben kann, ne? Aber ihr dürft gerne Kommentare schreiben. Ich ziehe auch für dich eine Lenormand-Karte. So, drehen wir es mal um. Oh, der Fuchs. Oh, ja. Ja, der Fuchs spricht klug. Hüte dich vor Trug. Traue jedem nicht, der dir freundlich spricht. Auch steht es für Schlauheit und rothaarig. Ja. So, eher im Allgemeinen, ja, so Lügen, Betrug, Gerüchte, Falschheit, Intrigen, Hinterlist, Neid, die falsche Sache, der falsche Entscheid, Instinkt, Schlauheit, Taktik. Personen, Lügnerin, die falsche Person bzw. nicht der richtige Ansprechpartner, Tiere, Katze, Fuchs, Luchs, und Marder, na, vielleicht schütze dein Auto mal vom Marder, dass da kein Schlauch angeknappert wird.
oder passt im Straßenverkehr auf, dass die Katze nicht überfährst. Liebe, der falsche oder ein unaufrichtiger Partner, Lügen in der Partnerschaft, Beruf, Intrigen, Mobbing, es passieren Fehler. Ja, passt da mal ein bisschen auf. Körper, so Hals, Nase, Ohren, eventuelle Hinweis auf falsche Behandlung, Therapie, eingebildete Krankheit, Finanzen, falscher Umgang mit Geld, Betrug, Eigenschaften, listig, verlogen, manipulierend, rotbraun, streng riechend, schlau, intelligent. Zeitfaktor, der falsche Zeitpunkt. Ich kann dir jetzt nicht genau sagen, für was es der falsche Zeitpunkt ist. Ne? Aber irgendwie bist du das Glückskind der Woche. Ne? Also ich glaube jetzt nicht, dass diese Karte dir da was anhaben kann. Ne? Nicht so, du bist schon schlau, du weißt schon, was du kannst, aber ich, ja, manipuliere niemand und mobb niemand, nur weil das da auch der Zusammenhalt da ist, von andere jemand Schwächeres zu mobben, das wäre zu schade. Ja? Und ich. Jetzt bin ich doch noch neugierig. Ich ziehe noch eine. Der Mond. Ja. Also Seele, Intuition, Gefühl, Schlaf, Traumwelt, Sehnsucht, Schwanken. Empfänglichkeit, Ehre, Sensibilität, Anerkennung, Ruhm und Erfolg. Starke Gefühle, also in der Liebe starke Gefühle, schwankende Gefühle, Instabilität, Seelenverwandtschaft. Beruf, Erfolg, Förderung, Nachtarbeit, Einfühlungsvermögen ist gefordert. Der Körper, Seele, Psychosomatik, Gehirn, weiblicher Zyklus, Finanzen, schwankende Einnahmen, Eigenschaften, weiblich, launisch, unstabil, schwankend, emotional, sensibel, weich, verträumt, medial. Vielleicht triffst du auch einen auf eine Person, die, wo du vielleicht ihre Handlungen nicht so richtig verstehst. Ja, warum macht sie das so und so? Ja, und vielleicht ist er einfach nur ja, zu weich und ist in dem Moment dann in der Opferrolle und kannst dir vielleicht aber auch helfen, ja? Also der Zeitfaktor, es wäre dann später Abend, die Nacht, der Mondzyklus, Mondwechsel, wir haben ja demnächst auch Vollmond, circa 4 Wochen, Zeitpunkt noch unsicher. Bei Vorhaben auf günstige Mondphase achten. Ja? So, klarer Himmel? Nö. Günstige Mondphase achten. Ein weiblicher Zyklus. Naja. Das wäre die Quersumme. Zehn. Die Sense, ja, also sie steht auch für Gefahr, Warnung, Gewalt, Trennung, Überraschung, Messer, Waffe, Schnitt, Landwirtschaft, Ernte, auch im übertragenen Sinn. Ja, Person, junger, unabhändiger Mann, Liebe, Trennungsgefahr, Liebesschmerz,
Beruf, Landwirtin, gefährliche oder belastende Arbeit, Kündigungsgefahr, Mobbing. Körper, Schmerzen, Zahnschmerzen, Zähne, Unfallgefahr, Operation, Verletzungen. Finanzen. Gefahr vor zu hohen Ausgaben, ausstehende Forderungen können eingetrieben werden. Eigenschaften, gefährlich, Metallen, scharf, plötzlich, unerwartet, aggressiv. Zeitfaktor, Erntezeit, Herbst, plötzlich, wichtig. Von da, wo die Spitze der Sense hinzeigt, droht die Gefahr. Daher Karte rechts, davon gut betrachten. Ja, also es ist aber auch eine Erntezeit. Vielleicht hast du, will dir der Mond jetzt eigentlich nur sagen, ne, sei hier schlau, ne, mit deinen Wünschen, wie du wünschst, ja, es ist ein gewisser Reichtum, auch wenn man jetzt kein Geld hat, dass man sehr reich sein kann. Im Beruf sollte man wach sein und auch neugierig. Beziehung, die Sanftmut und ja, wünscht ja was. Ja, das ist eine gewisse Schlauheit. Und hier auch der Mond, ein weiblicher Zyklus. Ich lege hier ja für euch Männer, ja. Sehr schlau und überleg dir, ja, ne, so, wie kannst du das hier am geschicktesten anstellen? Und ja, vielleicht ist wirklich auch die Zeit dann, wo du wirklich erntest, in 4 Wochen. Oder vielleicht ist einfach, musst du jetzt einfach nur noch 4 Wochen aushalten und dann kommt eine so große Erleichterung und dass es einfach vorwärts gehen muss. Ja? Okay. Dann lege ich hier noch den Amethyst hin. Und hier vielleicht eine Frage, die mit Ja, Nein vielleicht beantwortet werden kann. Ich lege die jetzt mal hier drauf. Ja, das ist dieser. Und während ihr euch jetzt mal eine Frage überlegt, lasse ich die Energie fließen. Ja, versuche euch hier komplett zu stärken. Neuanfang, Gesundheit, stabil bleibt. Schlauheit, Weisheit, dass man hier nicht so schnell aus der Haut fährt durch Stresssituationen. Ja, so Stress, Mobbing, Depressionen kannst du dich lösen. Es beginnt ein neuer, friedlicher Lebensabschnitt für dich. Wirst ernten, was du dir säst. Warte ab, bis du es veröffentlicht. Zum richtigen Zeitpunkt. Okay. So. Und ich löse auf. Das Tigerauge ist das Nein. Welches ist wohl das Ja? Das ist das Ja.
Also für viele geht hier die trüben Wolken weg und da kommt was ganz, ein klares Ja zum Vorschein, wer diesen Stein gewählt hat. Das vielleicht. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Und jetzt wird es Zeit, dass ich ein bisschen mehr von. Jetzt habe ich schon 3 Tore verpasst. Sowas. Mann, 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 Mann. Das. Sowas. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Woche. Tschüss.